Leute, 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 und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Wie immer, wenn YPC Bank ist, nicht auf einem Freitag, denn da läuft meistens dann der Talk. Leute, deswegen muss ich immer auf einen anderen Tag ausweichen und dieses Mal weichen wir auf einen Mittwoch aus, weil ich auch aufgrund des Frühdienstes immer nicht dazu komme, meine Angelvideos zu schneiden. Und genau, da fehlen halt noch zwei Videos habe ich noch. Zwei Videos aus den Niederlanden. Und wenn ich morgen ans Wasser gehe, also heute, wenn ihr das Video seht, dann ist da wahrscheinlich schon ein drittes. Aber zur Winterzeit ist es immer gut, auch Angelvideos im Petto zu haben. Aber heute geht es um diese Box von Monkey Lures, von Big L, als auch von Probates Fishing Gear in Kombination. Damit zum Beispiel einmal diesen wunderschönen Karton hier. Dann haben wir hier eins, zwei kleine Wobbler, die wir uns gleich nochmal genauer angucken werden. Und wir haben hier nochmal zwei Tüten. Und da haben wir nämlich, wie ihr schon seht, Monkey Lure Spoons Set 2. Und Monkey Lure Spoons Set 1. Und das ist das absolute Hammer-Ding, was ich so mega geil finde. Denn Big L hat seine Farben von seinen Baits hat er auf Spoons überprojizieren lassen, sozusagen, bearbeiten lassen. Und das in Zusammenarbeit mit Probates Customized Fishing Gear. Sozusagen eine Kooperationsarbeit. Was hier drin ist, weiß ich nicht. Hier steht drauf Spader. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Sachen an, die wir sehen. Und hier ist es auch ein Spader-Wobbler. Schwarz-blau. Ich weiß nicht, ob der UV-aktiv ist. Und keine UV-Aktivität. Einfach schwarz. Sehr, sehr schöner Wobbler. Ich mag diese Verpackung so gerne. Das ist einfach mal richtige, schöne Papierverpackung einfach. Natürlich hier eine kleine Aufkleber, aber der muss sein für Informationen. Ne? Kann man später vielleicht irgendwann nochmal draufdrucken. Ne? Das ist Spader Crankbait Undercover Glow. Glow, okay. Wir machen mal auf und dann können wir mal gucken. Das ist alles Pappe. Das ist alles Pappe und Papier. Ihr seht, und ich hoffe, ich kriege das hier raus. Vielleicht muss ich auf der anderen Seite öffnen. Ich mag das, ey. Das sieht man echt bei kaum einem anderen Hersteller. Aber so kriege ich es auch nicht raus. Das heißt, ich mache es einfach auf, oder? Oder vielleicht ist der hier blockiert? Ah, warte mal. Tut sich was? Ist irgendwo blockiert. Dann nehme ich einen. Komm jetzt da raus! So. Ein Forellencrank. Erstmal überall Einzelhaken dran. Das finde ich schon mal sehr, sehr nice. Hat man keine Mühe, das umzubauen. Na, kann man hier hören. Na. Das sind wirklich kleine, dünne Haken, die hier dran sind. Wie ihr seht. Das ist wirklich, das ist keiner jetzt für größere Fische oder sowas alles, sondern es ist wirklich das. Aber das hat mir Kevin auch schon gesagt. Da sind wirklich feine Haken dran. Und mit dem muss man aufpassen, wo man den fischt. Den kann man nicht überall fischen. Ja. Bitte. Ich habe übrigens eben gerade eine neue UV-Lampe bestellt. Balzer Shirazu fällt leider raus. Tut mir leid. Aber die ist mittlerweile auch, die hat ja schon ein paar Jahre jetzt auch gehalten. Ne? Sonst sehr, sehr schönes, mattes Schwarz. Auch das, die Schaufel vorne gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr, sehr schöne Köder. Kevin wird mit Probates in Berlin keinen eigenen Stand haben, hat er mir gesagt. Und keinen eigenen Stand haben. Und die sind genauso aufgebaut. Genau, die Spaders. Na, guck mal, gucken hier. Da seht ihr die UV-Aktivität. Seht ihr das? UV-Aktivität aus der Hölle. Hinten am Schwanzteil und der Triggerpunkt an der Seite. Und hier ist dann genau der gleiche. Ja, der ist richtig schön. Der ist richtig schön. Und hier natürlich auch nochmal, auch hier unten,
Schöne UV-Aktivität. Schöne Wobbler. Stark. Stark. Das sind die Spaders, ne? Die sind Lauftiefe 0,5 bis 1 Meter, sind Floating, 39 mm, wiegen 3,3 Gramm. Könnt ihr nicht für andere Zwecke als das Angeln von Fischen verwenden. So sieht's aus. Sehr, sehr dünne Haken dran, also immer aufgepasst dabei bei den Spaders. Bevor wir zu den uns kommen, will ich kurz hier reingucken. Was ist hier drin? War nicht Svenny am Start? Svenny haben wir am Start. Svenny! Boah, was? Okay, Leute. Kevin hat wieder Giveaways reingetan. Kevin hat ein ganzes Display voll Spaders reingetan. Das ist Aufkleber. Auf jeden Fall da, der Spader. Kevin. Kevins Unterschrift. Ich pack mal einen aus. Krass, Mann, Alter. Das hätte ich jetzt nicht gerechnet. Packte da erstmal so ein ganzes Display rein. Krass. Die Leute lieben euch, Leute. Die Leute lieben euch. Behalte diesen einen. Also, ist genau der gleiche. Ich sehe es gerade. Das ist genau der gleiche, den ich euch gezeigt habe. Nur in Blau-Weiß. Keine UV-Aktivität. Aber kleine Cranks, wo ihr ein bisschen vorsichtig mit sein müsst mit dem Fischen. Sehr, sehr fein. Und dann müsst ihr da gucken. Ein ganzes Display davon. Krank. Krank. Leute, das geht bald raus für euch in die Verlosung. Und es kann sein, dass auch eine Packung Monkey Lures Spoons an euch rausgehen. Kommen wir zum Herz. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Das kann nur sick werden. Ich fand die Spoons schon geil, als ich sie gesehen habe. Biggie war sozusagen, die Hintergrundgeschichte ist, dass Biggie häufiger mit seinem Sohn auch am Forellen-Etablissement ist und dort auch halt Spoons fischen. Da kam mir die Idee, dass er doch gerne mal seine Farben, seiner Gummis, wie zum Beispiel Chili Cheese, auch auf Spoons hat, hätte, gerne. Und dann hat ihn Kevin angeschrieben und hat ihm sozusagen einen Deal vorgeschlagen, dass sie da noch die Farben auf die Special Editions, auf die Spoons draufkriegen. Und hier haben wir sie. Monkey Lures Special Edition. Stark UV-aktiv. Ich hole gleich auch noch einen raus. Boah, der sieht geil aus. Ist das Chili Cheese? Steht das hinten vielleicht drauf? Big L Fishing, Probates. Hurricane Scale hier, Chili Cheese Glow. Alter. Der sieht schon wieder richtig geil. Der sieht auch mega aus. Hammer. Also für Spoonangler ist das doch ein Traum, oder? Ist das doch ein Traum? Der ist ein bisschen daneben gerutscht. Gucken, ob ich den nicht besser zeigen kann. Geil. Das ist Carpe Nostre. Auch sehr, sehr starke Farbe, mit der Biggie mit Gummiködern immer stark fischt. Der ist auch mega. Den finde ich auch sehr, sehr stark. Und die sind alle stark UV-aktiv. Das testen wir natürlich gleich durch. Das ist der Big L Spezial in Glow. Big L Spezial. Hier haben wir den Honey und Sugar. Sugar. Hier ist Chili Cheese. Ich denke, das sind jetzt andere Formen. Seht ihr? Nochmal eine andere Form dabei. Auch. Ja, auch nochmal. Der ist auch geil, ey. Ja. Cheesecake. Ja, Mann, Alter. Schön Cheesecake, Schmiescake. Und der sieht auch richtig gut aus. Das Carpe Nostre wieder. Geil. Wir gehen mal durch mit der UV-Lampe und schauen uns mal an. Ich sortiere die mal gerade A durch in diese Formen. Zack, 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 zack. Und dann haben wir diese. Wir haben einmal so zwei verschiedene Willow-Formen, zwei verschiedene Spoon-Formen. Und dann können wir mal gucken, was so der Unterschied ist.
Gehen wir mal hier hin. Das ist der. Heißt der Spoon Ficky? Ach, Fiocchi. Hätte mich schon gewundert, wenn der Ficky heißen würde. Na, wird der hier schon wieder nicht monetarisiert. Spoon Fiocchi, 2,5 Gramm in Glow. Und der hier ist dann 1,7 Gramm. Ah, ja. 1,7 Gramm. Das sind die Probate Spoons. Und das sind die Probate Spoons Fiocchi. Stark. Stark. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal den Unterschied. Und jetzt gucken wir uns mal die UV-Aktivität an erstmal. Ja, seht ihr das da oben? Leuchtet. Alter, wenn ich näher rangehe. Richtig grün und rot. Richtig krass. Gelb. Alter, die sind richtig krass UV-aktiv. Die sind richtig. Alter. Die geben alles. Alter, den müsst ihr euch reinziehen. Cheesecake ist das. Ich mach weg. Probier nur ganz leicht zu machen. Kann man in der Kamera kaum sehen, weil es so krass leuchtet. Aber der Effekt ist heftig, Mann. Und da unten auch das Grüne. Richtig stark. Und die hier unten auch alle. Ey, da wurde nicht gelogen, dass es stark UV-aktiv ist. Die sind alle sehr, sehr stark UV-aktiv. So, holen wir mal einen raus. Ein Set ist für mich und ein Set geht an euch, Leute. Ein Set geht an euch. Wird ein starkes Giveaway. Cranks. Als auch ein Spoon-Set von A Big L. Und ja, ich würde mal sagen, für mich kommen alle Spoons auf jeden Fall in die Tacklebox rein. Ich finde es auch geil, wenn man jetzt das Design nochmal anguckt, dass hier das Monkey-Lo-Zeichen ist, ne? Das Big L-Fishing-Zeichen. Dann ist die Special Edition Spoons. Ich weiß gar nicht, was genau das heißt, ob sie nur einmal gibt oder so. Ob sie überhaupt noch gibt, das kann ich euch nicht sagen. Und dann natürlich hier in Kooperation mit Probates. Sehr, sehr schön. Ist einfach auch, muss man ja auch gar nicht fischen. Kann man sich einfach hinstellen. Ja. Ich mache mal diesen Spoon hier auf. Das ist der 1,7 Gramm. Na, Forellenzeit ist jetzt gerade eh vorbei. Wenn, dann könnt ihr noch mit Forellen-Etablissement angeln. Aber die gehen natürlich auch auf Barsche, Döbel etc. Falls ihr am Bach seid. So, erstmal hier hinten. Eine schöne Lila-Farbe mit dem Probate-Zeichen. Auch die Grammzahl steht hinten drauf, was ich immer sehr schön finde. Falls ihr das Ganze ohne Verpackung in eurer Tacklebox tut, seht ihr immer direkt, wie viel Gramm das ist. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Und der Haken ist auch sehr, sehr, sehr stabiler Haken. Sehr, sehr schöner Haken auch. Und ist, glaube ich, auch, es hat einen Widerhaken dran. Ich gucke mal gerade für euch. Könnt ihr das sehen? Hat einen Widerhaken dran. Hat einen Widerhaken dran. Na, kleiner Safety-Hook. Vielleicht könnt ihr so sogar noch ohne die Verpackung nochmal die UV-Aktivität besser sehen. Könnt ihr vielleicht noch besser sehen hier. Ja. Und auf der anderen Seite, der leuchtet auch gut nach. Ne? Der lädt sich auf. Ja. Der lädt sich auf. Heißt der Glow in the Dark zufällig? Ja, er ist sogar Glow. Ey, ich bin so krass, dass mir das aufgefallen ist. Er glowt auch. Den kannst du aufladen. Den kannst du aufladen. Und dann glüht er nach. Seht ihr das? Geil, Mann, Alter. Richtig stark. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier steht noch was drauf. Da. Floki. 29,5 mm, 2,5 Gramm. Oder der Hurricane Scale. 29,5 mm mit 1,7 Gramm. Geil. Refined in Germany. Sehr geil. Und das war jetzt der 1,7 Gramm. Finde ich gut. Dann hat er das beides hier drauf. Richtig, richtig cool designt. Richtig cool designt. Da kann man wirklich nicht meckern. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Leute, das sind die Big L Spoons in Zusammenarbeit mit Probates. Ich zeige euch jetzt nochmal hier von den größeren einen. Und zwar Chili Cheese, oder? Chili Cheese. Wir müssen eine Runde in Chili Cheese reingehen. Chili Cheese 2,5 Gramm. Auch hier die Verpackung wieder. Packt ihr einfach so rein. So viel auf Plastik verzichtet wie möglich. Chili Cheese glitzert mit seinen Flocken dahin. Hallo, UV, da seht ihr das, die UV-Aktivität.
Hier sieht man nur das Grüne in der Kamera, aber diese Flocken glänzen so schön. Wirklich. Ist nochmal so mit so einem extra Neongrün geflockt. Sehr, sehr geil. Hier hinten könnt ihr dann noch immer den Spoon einhaken. Na? Da seht ihr das. Richtig schön beim anderen auch. Und auf der anderen Seite ist hier auch so ein geflocktes Design. Sehr, 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 sehr schöne Spoons. Ich freue mich sehr und ich freue mich sehr, nächstes Jahr diese Köder zu testen. Wahrscheinlich werde ich die Spoons schon am Bach testen vorher. Muss mal gucken, noch ist ein bisschen Zeit. Und die Barsche knallen ja auch. Da kann man vielleicht noch mal einen Spoon durchziehen. 2 Gramm ist immer eine gute Gewichtsklasse dafür. Jetzt im Moment bei Starkregen natürlich nicht. Aber sonst ist echt immer ganz gut. Leute, das sind die Big L Spoonerillos. Das war eigentlich das Hauptziel, dass ich euch die mal zeige, ein bisschen vorstelle. Und Giveaway geht raus. Ihr habt auch noch ein paar Cranks von Probates gesehen. Das heißt, falls euch gefällt oder falls ihr eine Meinung dazu habt, dann schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Und ja, genau, falls ihr was seid, dickes Petri, das Allerwichtigste, bleibt gesund. Denkt dran, Abo dazulassen, Daumen nach oben. Und das war das Unboxing am Mittwoch. Na, bis dahin, euer Icy, macht's gut. Ciao.